Mein Gott, da kommt er jetzt erst drauf. Naja, klar war einem das ja schon immer irgendwo, aber ich wollte es halt nochmal ansprechen und wollte euch da vielleicht auch sagen, dass zum Beispiel hier gerade auf YouTube, was YouTube angeht, im Prinzip kein einzelner Mensch auf YouTube und sonst wo ja in gewissem Maße selbst für seinen Erfolg verantwortlich ist. Natürlich arbeitet man für seinen Erfolg, klar. Man macht Dinge, die dann vielleicht Leuten gefallen, auch klar, ja. Also da ist man schon im Prinzip selbst für verantwortlich. Aber dass man nun letztendlich Erfolg hat, dafür ist man selbst nicht verantwortlich, sondern das hängt mit ganz viel Glück zusammen, indem man dann eben das Glück hat, Leute hinter sich zu haben, die einem helfen, hochzukommen und nach oben zu kommen. Hätte man die nicht, dann würde das nicht funktionieren. So ist es zum Beispiel im Gesang. Ja, bei vielen Sängern, Sängerinnen ist es ja so, die haben unglaublich viel Glück, einfach, dass sie erkannt werden. Dass Plattenfirmen sagen, hey, mit dir mache ich was zusammen, du bist gut. Hätten sie diese Leute nicht, ja, hätten sie diese Plattenfirmen nicht, die kommen würden und sagen würden, hey, komm, wir machen mal was, dann könnten sie noch so gut sein. In ganz vielen Fällen würde sie hinterher keiner wahrnehmen, hören, wie auch immer. Sie wären vollkommen unbeschriebene Blätter in der Welt, obwohl sie jetzt vielleicht Millionen, Milliarden verdienen. Ich habe keine Ahnung. Und da sollte man sich wirklich mal Gedanken drüber machen, wie dies alles zusammenhängt, was jeder Einzelne im Zusammenspiel mit anderen eigentlich dann erst für ja, einen Einfluss, oh, ein Zombie, einen Einfluss auslöst und ja, wie wir anderen Leuten eben diesen Einfluss auch geben. Das ist auch immer dieses Beispiel, was man zum Beispiel auch in der Nazi-Zeit dann jetzt immer anführt. Ja, die ganzen Leute wussten doch, was mit den Juden oder sonst irgendwas passiert. Warum haben sie nichts dagegen gemacht? Eine sehr gute Frage, denn Hitler hätte nicht diese Macht gehabt, wenn es nicht Leute gegeben hätte, ja, die ihm geholfen hätten oder die seine Ideen, seine Sachen für ihn ausgeführt hätten. Jetzt sagen viele, ja, was hätten die Leute denn machen sollen? Ja, natürlich, es ist schwierig, sie wären selbst dran gewesen, aber da, ja, hätten alle zusammenhalten müssen. Also Hitler hätte, wen hätte er denn alleine bestrafen sollen, wenn alle seine Untertanen, sage ich mal, gesagt hätten, nö, wir machen das nicht mehr. Wir haben keinen Bock mehr dazu, die da und hin zu liefern oder das Gas in die KZ zu bringen oder sonst irgendwas. Ja, was hätte er machen sollen? Er hätte nichts machen können. Er war auf die Leute, die ihm helfen, die unter seinem Kommando stehen, vollkommen angewiesen. Ja, das also so viel dazu, zu diesem Thema, was ich, wie gesagt, sehr interessant fand. Schreibt mir doch da bitte auch mal eure Gedanken zu in die Kommentare. Das würde mich auch wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt, was ihr dazu denkt und ja, wie auch immer. Ja, also zu den Themen, die ich hier anspreche, seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen, eure Meinung auch in die Kommentare zu posten. So kriege ich natürlich auch nochmal eine andere Meinung mit und höre mir das dann an und ja. Das ist mit Sicherheit, denke ich, immer mal ganz produktiv, wenn man dann auch noch verschiedene Meinungen, jo, backt, hat, nicht backt, verschiedene Meinungen backt, verschiedene Meinungen hat und dann immer wieder auf neue Theorien eventuell kommt und weiß ich nicht alles. Wir bauen jetzt direkt mal zwei ab. Ja, also das finde ich zumindest halt immer ganz interessant. Schreibt mir doch da mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, das also soweit zu dem. Ja, was haben wir noch an Themen? Ja, ich habe noch einiges. Wir haben, wie gesagt, schon über viel gesprochen. Was ich aber jetzt noch hätte, das ist jetzt, geht jetzt etwas mehr so, sage ich mal, in die Philosophie rein. Und zwar philosophische Themen, ja. Also wer überhaupt nicht irgendwas mit Philosophie anfangen kann, ja, der sollte am besten wegschalten oder auch nicht. Oh, was haben wir denn da? Hallo? Oh! Cave? Oder geht das? Ach so, da ist ja sehr interessant. Ja, lass mal das doch erstmal so stehen und bauen hier aber zu, damit keine bösen Monster über irgendwelche Umwege reinkommen. Aber da weiß ich ja jetzt, dass da sich ein Ausgang versteckt. Da können wir einen geheimen Ausgang machen. Das hier soll nämlich mal ein Haus werden. Und jo. Ja, also Philosophie, Leute. Ja, ich philosophiere ja gerne. Das wissen ja einige von euch wahrscheinlich auch. Also, das ist ja, wie soll ich sagen? Also, ich finde, die Philosophie ist etwas sehr Interessantes.
Man kann viel philosophieren über Gott und die Welt, man kann über alles philosophieren. Fand ich im Übrigen sehr interessant, da hatte Gronkh ja auch in einem Part letztens drüber gesprochen, über Zeugen Jehovas, Sekten, Kirchen und sowas alles. Ist natürlich immer sehr gewagt, über sowas zu sprechen. Kann ich vielleicht auch mal kurz aufgreifen, habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, über diese sogenannten Sekten. Ja, einige sagen dann, ja, das ist aber eine anerkannte Kirche. Ich persönlich muss sagen, dass für mich sowas wie Zeugen Jehovas oder auch Scientology keine anerkannte Kirche ist. Also das mag sein, dass die vom Gesetz als Kirche anerkannt ist. In meinem Bewusstsein von Kirchen und sonst irgendwas ist das nicht ganz so anerkannt. Okay, man könnte sagen, zum Beispiel die katholische Kirche hat auch genug Mist gemacht. Das könnte man auch schon als Sekte sehen. Ja, kann man so machen, aber für mich... Ja, ich finde, Kirche ist wirklich mit dem Begriff behaftet. Man hat einen Gott, mehr oder weniger. Und ja... Das ist dann für mich irgendwo eine Kirche. Vor allem, eine Kirche wird ja auch mehr so als Institution mittlerweile gewertet. Für mich ist Kirche an sich auch eigentlich nur so ein Gebäude, wo man dann hingehen und beten kann, so ungefähr. Was man aber zum Beispiel sagen kann, finde ich, ist, dass Scientology oder auch die Zeugen Jehovas vielleicht so eine Art Religion sind, ja. Also, warum nicht, ne? Kann ja eine Religion sein, warum sollten wir denen das Wort Religion verbieten? Kirche, ja, wie gesagt, Kirche... Finde ich aus dem Grund auch noch fehl am Platz, weil mit Kirche, aber das wollen sie auch gerade, würde ich mal schätzen, mit Kirche natürlich in der Gesellschaft ein Wert, sage ich mal, ein Status oder ein Bild verbunden ist. Und dann gehen sie hin, lesen Zeugen Jehovas Kirche oder Scientology Kirche, Church, auf irgendwas und denken sich, ey geil, das ist eine Kirche, kennen das nur von der normalen Religion und werden dann da vielleicht in ein völlig falsches Gebiet reingeleitet, kommen dann da hinterher nicht mehr raus nach dem Auditing und was sie da nicht alles haben, was ja im Übrigen echt üble Methoden sind. Man weiß es ja nie, ne? Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da macht, wenn er sagt, ich gehe zu Scientology, ich mache da mit. Dann soll er das gerne tun, da wird ihn keiner von abhalten, außer die Familie vielleicht. Aber ich denke, das ist so eine Sache, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde die nicht gut, Scientology, da sie mir viel, viel zu psychologisch arbeiten. Mit ihren ganzen Vorkursen, die sie da haben, wo der Mensch im Prinzip komplett seinen Willen denen in der Tüte Papier da lässt und ohne Willen wieder rausgeht, halte ich nicht wirklich viel von. Sollte auch nicht das Bestreben der Menschheit sein. Aber sie wollen natürlich Kontrolle irgendwo haben und dadurch haben sie komplette Kontrolle über den Mensch. Der Mensch zahlt viel, begibt sich oft in Schulden, weil er eben diese Sitzungen dort bezahlen möchte, muss. Er ist psychisch davon abhängig. Und ja, wie gesagt, ich finde es nicht ganz so toll. Und ja, man kann es aber nicht verbieten. Es ist eine Richtung, die da ist. Man muss sie akzeptieren. Wenn man zu viel dagegen macht, dann finden manche Leute vielleicht auch mehr Reiz in diesen Sachen. Ich zum Beispiel sehe immer, wenn ich zum Bäcker gehe, eher von der Schule aus, dann steht ja oft so eine Frau, ziemlich alt, weiß ich nicht, 60, Mitte 60, 70, mit so einem Wachturm. Ja, Wachturm ist ja diese Zeugen Jehovas Zeitschrift. Und wenn die da steht, überlege ich mir manchmal echt, die anzusprechen, so nach dem Motto, glauben sie denn eigentlich an das, was darin steht? Ich lasse es aber sein, aus folgendem Grund, weil man ja die Methoden dieser Leute kennt und dann ja oft, viele Berichte gibt es da, dass sie gestalkt werden und weiß was ich nicht alles. Da habe ich mir dann gedacht, okay, behalt's lieber für dich. Das lässt dir jetzt nicht deine Meinung da irgendwie freikund aus und lässt sie halt da stehen mit ihrem Wachturm und die Leute, die es kaufen wollen, die sollen es kaufen oder mitnehmen oder sollen da hingehen und sollen es machen. Ich habe da halt nicht so diesen Selbstzerstörungsdrang und würde da dann doch lieber ohne die leben. Aber wie gesagt, warum nicht? Das kann jeder für sich selber entscheiden in dem Augenblick und das sollen sie dann auch tun. Ja, das also zur Kirche und Religion. Im weitesten Sinne stimme ich dann da aber auch mit der Sache oder das, was Gronkh angesprochen hat, auch überein. Ich selbst zum Beispiel, für die Leute, die das vielleicht interessiert, bin auch nicht unbedingt so ein gläubiger Mensch. Ich bin zwar evangelisch, bin konfirmiert, aber das ist ja auch schon wieder 4 Jahre her. Da hat man vielleicht auch nochmal eine ganz andere Einstellung gehabt. In den 4 Jahren, da hat sich ja auch viel getan, da tun sich eh viel Dinge in 4 Jahren. Und mittlerweile glaube ich nicht wirklich an Gott. Ich respektiere und toleriere aber natürlich jeden, der dies tut.